Dieser dämliche OBS ist mir doch tatsächlich gerade gecrashed. Das kann doch nicht sein. In den letzten Minuten quasi will auch noch OBS hier wieder alles kaputt machen. Mal gucken, wie lange es noch wird. Ob ich das später als separates Video packen kann oder ob ich das dran schneiden muss. Schauen wir mal. Und yay, und jetzt hat Kingdom Come auch keine Rückmeldung mehr. Das will mich doch verarschen hier, das Spiel. Aha, so. So ab und zu geht es kurz. Es dreht sich wieder unten. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt wieder was sehen. Laut OBS sollte es ja klappen. Ich habe jetzt schon ein Quest-Dingen gehört. Aber ich sehe nichts. Noch ist es schwarz für mich. Aha. Ach so, okay. Wir sollen wieder da oben hin. Gut. Ihr habt die Sachen vorher schon gesehen. Ich skippe das quasi jetzt durch und dann laufen wir unten zum Epilog. Passt schon. So, jetzt nehme ich mal die Hellebarde nicht mit. Sonst sagen wir wieder, ist gestohlen und hier verhauen wir uns. Oder verliere ich den Epilog? Wie gerade. Ich habe verdammt nochmal den Epilog verloren. Weil ich nicht so kapern konnte, weil ich 10 Tage lang im Kerker saß. Das ist doch Kacke. Nicht cool. Ich bin adelig. Das sollte kein Ding mehr sein. Dass mich Wachen wegen der blöden Hellebarde anlabern. Ganz ehrlich. So. Ich tschatsch da oben rein und versuche das Ganze zu überspringen, was wir gerade hatten. Und dann gehen wir in den Epilog rein. In die letzte Dingens. So, und warum ist jetzt schon wieder. Ach so, er lädt gerade. Ich dachte schon, was passiert jetzt schon wieder? Ich bin ein klein wenig aufgeregt. Oh, ich streame die ganze Zeit unter IRL, sehe ich gerade. Egal. Passt schon. Für die paar Minuten lohnt es sich nicht mehr, es zu ändern. Ja, wenn die Ah, Ladezeiten mal gehen. Heinrich, gehst du etwa auch zum Treffen mit Mar? So. Ja, wir können den Scheiß überspringen. Wir haben es ja schon gesehen. Wir springen jetzt in die eine Ladezeit, in die nächste Ladezeit. Zack. Nächster bitte. Sprich mit deinem Vater. Ganz recht, Markgraf. Was genau Ja, soll ich passt schreiben? schon. Ratzig. Was, sondern Hallo, wie Ratzig. ist die Frage? Du hast also eine Mission vor. Ja, Ja, habe ich. Ich will keine. Passt Du schon. musst sein und. Sie liegt drei. Ja, das wissen wir alles. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Ja. Okay. Aber möchtest du So. mir die Meinung der Herrenvereinigung Dann sind wir jetzt schon mal so weit. Gut gesagt, mein Herr. Und was Sie zu Jetzt unternehmen her mit wissen. dem Brief. Wahrscheinlich sagen sie auch noch, der Brief ist geklaut und deswegen werde ich von den Wachen angehalten. Können wir auch vorstellen. So. Okay. So, jetzt sind wir so weit, wie wir gerade hätten sein müssen. Dann laufen wir doch einfach mal mit Herrn Hans mit.
bin ja mal gespannt, wenn dann hier wirklich der nächste Teil kommen sollte. Das nächste Add-on. Ob die Leute dann auch wirklich uns als richtigen Adligen erkennen und es nicht mal anschnauzen. Das wäre ja schon ganz nett. So, Herr Hans Capon. Gott sei Dank, Junge. Was kann ich für dich tun? Junge. Was hältst du von Meister Kieser? Ich bot ihm bereits eine Bleibe an, wenn das hier vorüber ist. Seine Ideen sind unglaublich. Alleine dieser Triebe. Kann's kaum erwarten. Scheint, als wärst du selbst gerne der Konstrukteur. Wer weiß. Vielleicht ergibt es sich ja. Wie geht es dir? Ich bin verärgert. Wäre gut gewesen, euch schneller hier zu haben. Wäre Istvan bloß in dieser verschissenen Burg geblieben. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Aber damals warst du ein junger Schmiedegeselle. Ich hingegen bin edlen Geblüts und im Kampf ausgebildet. Und selbst ich... Nun, ich werde nicht so tun, als hätte ich keine Angst gehabt. So ist es eben. Man kann einfach nichts dagegen tun. Aber Meister Pfeifer überlebt vielleicht nicht. Wäre ich schneller gewesen oder er zumindest gelaufen, aber ich... Die Hauptsache ist, nächstes Mal wird es leichter. Man gewöhnt sich an den Schrecken. Das hoffe ich. Deine Belehrung noch schlecht. Hey. Ah, Moment. Ah, doch. Was hältst du von Meister Kien? Ja, das hatten wir schon. Scheint, ja. Ich glaube, er ist noch nicht ganz auf dem Wie Vorplatz. Geht es dir? Wow. Ich erinnere. Ja, ist gut. So ist das. So. Ich glaube, er ist offiziell noch nicht ganz auf dem Vorplatz angekommen. So, gehst du jetzt erst auf dem Vorplatz? Ja. Jetzt bestimmt. Jetzt kann ich wahrscheinlich mit dir darüber reden. Können wir aufbrechen, Heinrich? Natürlich. Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen. Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Gott schütze dich, Heinrich. Tut er schon. Aufgerissen. Reite Herrn Hans Capon hinterher. Da, jetzt reite mir nicht so in den Weg. Ich bin hier der Adlige. Ich reite dir in den Weg. Aber er hat sich mittlerweile an die Rüstung gewöhnt, was? Wenn er diesmal keinen Helm trägt. Vorher lief er ja immer nur mit seinem Purpoint herum. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Hühner im Weg, hau ab da. Pöbel, Was geh weg. Von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt auch. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein, und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann.
Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Ja, ich bin ja mal gespannt, was sie noch alles vorbereiten hier. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, yeah, das ist er. Was? Jups ist ein Wiesel und nicht Wenzel? Wenzel das Wiesel? Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Ja, Mistgabeln und heißes Wasser können manchmal schon den Sieg ausmachen. Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja, er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Ja dann, wir scheinen hier die 3 Tage hier in Echtzeit zu spielen. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Ja, dann. Und sind unsere Truppen noch da? Ja. Spielen wir weiter Leibwache hier. Ist das hier Neuhof? Kann das sein? Neuhof. Na, ich dachte, ihr hättet noch was zu erzählen. Plötzlich sind sie alle ruhig. Da haben sie das ganze Pulver schon auf den ersten 100 Metern verbraten. Jetzt schweigen sie sich 3 Tage lang an. Die Pferde stehen immer noch da.
Ja. Ganz gut. Die da hinten verlieren aber langsam den Anschluss, wie es aussieht. So. Das hier war, glaube ich, unser erster Fall, ne? Ja, ich glaube schon. Das müsste hier gewesen sein. So, Carport, dann erzähl mal ein bisschen was. Ansonsten können wir noch ein klein wenig darüber philosophieren, wie es denn mit Kingdom Come so generell aussah. Ich finde, das war ja eigentlich ein ganz schönes Spiel und es hat einige Sachen neu gemacht und damit auch oft besser gemacht als frühere Spiele. Nicht alles, aber einige Sachen. Und da hoffe ich, ein paar Sachen davon werden auch in späteren Spielen übernommen. Zum Beispiel das Alchemiesystem. Das finde ich ja super. Das könnte man definitiv noch woanders einbauen. Ich habe schon wieder unseren Carpon aus den Augen verloren. Ich glaube, ich reite jetzt einfach hinter ihm. Er erzählt ja trotzdem nichts mehr. Ja, das Alchemiesystem fand ich ja echt gut. Oder auch diese Geschichte mit dem, dass es ein reines historisches Mittelalter ist. Oh, okay, das war's schon. Reiter Herrn Carpon hinterher ist abgeschlossen. Ah, okay. Hey! Hey! Heinrich, schön, dass du da bist. Ich bin die ganze Zeit da. Leute, ihr seid die ganze Zeit nicht da. Ihr braucht halt ewig. So. Jetzt gehen wir mit dem da hin und dann kriegt er einen Pfeil in den Hals, weil er wieder keine Kopfbedeckung trägt. Dann müssen wir wieder zurückgehen. Genau so sieht das doch aus. Was ist denn? Ist dir langweilig? Wir können weiterreiten, wenn du willst. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Ja. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Epilog abgeschlossen. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Auf Kenntnis von Tula Juwan! Ja, das war's dann wohl mit Kingdom Come Deliverance. Audentes Fortuna Juvat. Muss sagen, aus dem Stegreif fehlt mir da die Vokabel. Fortuna ist relativ klar. Glück, Schicksal. Aber Juvat. Juvare befehlen, glaube ich. Was?
Naja. Zu lange kein Latein mehr gehabt. So. Ja, dann, das war's dann wahrscheinlich mit Kingdom Come Deliverance. Sei denn, jetzt kommt noch ein Epilog. Und ja, es freut mich, dass ihr dabei wart. Die, wie viele Stunden sind es jetzt? 100 noch was vielleicht? Es sind... Wow. Geh hoch. So. Es sind gerade... Wobei ich nicht weiß, ob er die davor zuzählt. Also die wir jetzt gerade dran sind. Dann könnten wir vielleicht noch 4 Stunden etwa draufrechnen. Komm. Lad. So. 106. Das heißt, zwischen 106 und 110 Stunden haben wir hier Kingdom Come gespielt. Und ich finde, die meiste Zeit davon war doch sehr lustig. Hat doch sehr Spaß gemacht. Und daher, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass ihr auch bei einem der nächsten Folgen dabei sein werdet. Es wird auf jeden Fall wieder was Neues kommen. Wahrscheinlich etwas, was ein bisschen weniger CPU-Belastung hat. Damit es auch um einiges besser für euch zu sehen ist. Bei mir geht es ja einigermaßen, aber bei euch ruckelt es ja doch öfters. Ja, aber hat mich auf jeden Fall gefreut. Und wenn das nächste Spiel hier von rauskommt, werden wir sicherlich einen weiteren Abstecher nach Böhmen machen. Ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen.